Hallo meine Lieben, wir sind heute wieder für euch da mit dem nächsten Tanzhäppchen und wir tanzen heute Quickstep Fishtail oder wie wir es auch nennen, Schaufel. Warum? Werdet ihr gleich sehen. Wir zeigen es einmal für euch ohne Musik, aber schon mal ein wenig mit Erklärung. Wir starten heute mit dem ersten Teil des Grundschritts und gehen dann in unsere Schaufel. Wie immer in Standardtänzen, weite Haltung, wir tanzen. Schritt, Seit, Schluss, Seit, Schritt, Seit, Schluss und bei dem letzten Seitschritt tauchen wir ab. Runter, raus, 1, 2, 3, 4 und vorbei, Seit, Schluss, Seit, rück in den zweiten Teil des Grundschritts. Einmal von der anderen Seite gezeigt, wir tanzen. Schritt, Seit, Schluss, Seit, Schritt, Seit, Schluss, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und vorbei, Seit, Schluss, Seit, wieder raus. Ja, meine Lieben, wir haben es euch jetzt gerade schon kurz gezeigt. Wer Probleme mit dem Grundschritt hat, denn mit dem fangen wir jetzt gleich an, der schaut am besten nochmal in ein früheres Tanzhäppchen. Wo finden wir das? Da oben? Da oben. Hier? Oder da? Da, da. Wahrscheinlich okay, da oben. Hoffentlich. Ja, genau. Ansonsten lasst uns gleich mit dem ersten Teil vom Grundschritt starten. Die Herren gehen zwischen die Füße der Dame mit rechts vorwärts, die Damen links zurück. Wir tanzen Schritt, Seit, Schluss, Seit und Schritt, Seit, Schluss. Das heißt, wir bleiben hoch stehen, zwischen zwei Ballen stehen wir und tanzen den letzten Schritt vom Grundschritt nicht wieder weiter, als würden wir in den Grundschritt tanzen, sondern tauchen ein wenig ab. Das heißt, wir fangen uns zwar mit dem Ballen ab, tauchen aber etwas nach unten ein und durch eine kleine Rotation gehen wir aus dieser Position wieder raus. Das heißt, die Herren, wir stehen jetzt auf dem rechten, die Damen stehen auf dem linken. Wir setzen einen Schritt, senken ab. Wichtig ist, nicht zu tief knicken, sondern wir senken ab. Und durch die Rotation unseres Körpers helfen wir der Dame, aber auch uns selber, wieder aus dieser Position raus. Eigentlich, wie gesagt, Fishtail, wir nennen das Ganze immer Schaufel, weil es, denke ich, logisch ist, wenn ihr das mal zu Hause tanzt, ihr werdet merken, warum. So, wir nutzen diese Bewegung, tanzen slow, slow wieder raus. Wir zählen euch das Ganze einmal im Rhythmus von vorne mit dem Grundschritt. Wir tanzen. Slow, quick, quick, slow. Slow, quick, quick, slow, slow. Jetzt ganz wichtig, wir tanzen vier schnelle Schritte. Alle sind auf Ballen zu tanzen. Die Herren, wir stehen auf dem rechten Fuß. Die Damen stehen auf dem linken Fuß. Das heißt, die Herren starten jetzt links rückwärts. Die Damen bitte rechts vorwärts. Und wir tanzen. Schritt, Schritt, zwei kleine Schritte, die Herren zweimal rückwärts, die Damen sind zweimal vorwärts gegangen. Jetzt gehen wir wieder in die andere Richtung, das heißt die Herren gehen vorwärts, davor drehen wir ein kleines bisschen nach rechts und tanzen. Die Herren links vorwärts, Damen rechts zurück, Schritt, Kreuz, die Herren kreuzen rückwärts, die Damen vorwärts und wir gehen an der Dame wieder vorbei und vorbei. Diesen Fishtail zeigen wir euch nochmal ganz langsam. Die Herren mit links, die Damen mit rechts, wir tanzen. Slow, slow, jetzt die vier Schritte. Schritt, Schritt, dabei rotieren wir ein kleines bisschen rechts rum, tanzen aber noch keinen Schritt, sondern jetzt nach der Rotation kommt erster Schritt. Herren links vorwärts, Damen rechts zurück. Schritt, Kreuz, Schritt und wir gehen an der Dame vorbei in ein Seit, Schluss, Seit. Und jetzt schließen wir mit dem zweiten Teil des Grundschritts ab. Rück, Seit, Schluss, Seit für die Herren. Wir zeigen euch das Ganze nochmal von der anderen Seite. Wir starten wieder mit dem ersten Teil des Grundschritts. Wir tanzen. Schritt, Seit, Schluss, Seit, Schritt, Seit, Schluss. Wir tauchen ab. Slow,
slow. Jetzt 4 schnelle Bewegungen. Quick, 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 quick. Wichtig ist, das 4. Quick ist gekreuzt. Die Herren rechts hinter links, die Damen links vor rechts. Und vorbei. Seit Schluss, seit in den 2. Teil des Grundschritts. So, meine Lieben. Ich habe schon in einem anderen Tanzhäppchen diesen Tipp schon mal gegeben, und zwar alle, die vorwärts tanzen, also in dem Fall unser Herr tanzt vorwärts, kreuzt hinten ein, und die Damen, die in dem Fall rückwärts tanzen, kreuzen vorne ein. Das gilt eigentlich in allen Tänzen, in denen wir solche Kreuzschritte oder Locksteps, auch in den Lateintänzen haben, gilt das. Und ja, das könnt ihr euch gleich mal einrahmen und merken, dann wisst ihr gleich Bescheid. Genau. Ja, zeigen wir es nochmal kurz. Jetzt zeigen wir euch mal nur kurz nochmal diese Schaufel. Also ab der Schaufel beginnen, einmal im Fluss, damit ihr es gut sehen könnt. Slow, slow. Quick, 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 quick. Slow, slow. Quick, quick, slow. Und dann gehen wir mit dem Grundschritt raus. Wir hoffen, ihr habt Spaß mit dieser Schaufel. Ist keine ganz einfache Figur. Aber ihr kriegt es bestimmt hin. Ich weiß, es ist ein bisschen schnell. Diese 4 schnellen Quicks, dieses Rückwärts- und Vorwärtsgehen mit dem Einkreuzen, das wird wahrscheinlich das Problem für euch alle zu Hause sein. Wenn ihr das so klein wie möglich tanzt und wenn ihr den Körper dabei schön rotiert, werdet ihr sehen, so schwierig ist es gar nicht. Man muss einfach schauen, dass man den Schwung der Figur mitnimmt. Also auch das Abtauchen kann euch Schwung für die schnellen Schritte geben. Und dann seht ihr, dann kriegt ihr das ganz bestimmt hin. Ja, ansonsten dürft ihr uns gerne natürlich noch Anregungen schreiben oder wenn ihr auch Probleme mit der Figur oder mit anderen Figuren habt, einfach kurz kommentieren. Vielleicht können wir euch ja dann in einem späteren Tanzhäppchen noch ein paar Tipps dazu geben. Ja, oder euch die Frage einfach privat beantworten. Genau. Und wenn ihr natürlich noch Figurenwünsche habt oder irgendwas ganz anderes lernen wollt, gebt uns einfach Bescheid. Wir machen das sehr, sehr gerne. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über ein Like von euch. Und wir hoffen, dass wir euch schon ganz bald wiedersehen. Macht es gut. Ciao. Tschüss.